Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Evolved hier bei Explorer LP, mit dabei der Dark. Ja, unsere neue Basis. Und also das unsere neue und unsere Hauptbasis. Wenn nicht wieder ein böser Kanu vorbeikommt, der uns das Ganze zerpflückt. In der letzten Folge haben wir ja schon fleißig Holz gesammelt. Werden wir in dieser Folge jetzt notgedrungen auch noch machen müssen. Beziehungsweise der Dark hätte gern sich einen Raptor gezähmt, der da vorne rumläuft. Der ist sich ja gerade unten schon hier in Narkotics am Basteln. Ja, früher oder später müssen wir uns so oder so um das Vieh kümmern. Was heißt besser? Ja, das sind sogar zwei Bäume. Muss ich vielleicht auch einen haben? Was, ein Baum? Achso, ich dachte, mindestens zwei Raptor. Einen Baum kannst du dir auch zähmen. Kein Problem. Ja, ich versuch's gerade auch. Wo bin ich jetzt hier? Wo ist der Kackraptor? Also der war in der letzten Folge, lief der noch da rum. Jetzt ist er nicht zu sehen, aber der ist garantiert noch da. So, ich komme hoch. Ich sollte vielleicht noch Zimtzeug mitnehmen. Wir bremsen uns erstmal hier durch. Einen kleinen Kahlschlag machen hier. Ich hoffe, ich kriege ihn nah genug an unsere Base gleich ran. Das war auch wunderbar. Mein Freund, du kriegst was von mir. Bitte aufnehmen. Was denn? Hier. Dartpfeils, ein Gewehr. Oh ja. Oh ja. Du denkst aber dran, dass wir noch ein bisschen Metall zum Reparieren brauchen, ne? Ja, wir haben noch ein bisschen. Wo ist der Doktor? Na, mein Freund, bist genauso langsam wie ich, ne? Ich höre Musik. Ich kann nur schleichen, ne? Wenn Kollege, ich sag's dir nur. Killed Dilophosaurus. Ja, der Dilo war am Weg. Wo waren die Raptoren jetzt nochmal? In die Richtung weiterlaufen, wo der Dilo war. Weil ich sehe nichts. Ja, der muss da irgendwo sein. Ich weiß ja nicht, wie ich. Da höre ich Insekten. So, Steine, Steine, das und Holz und Flint und Thatch und Wood. Okay, es wird fast düster. Dann würde ich sagen, ja, mit der Arme müssen wir kurz runter, mal eben die Axt reparieren. Ich weiß nicht, was hier gerade im Gras war, aber es war nicht freundlich. Hier unten am Strand ist noch Ruhe. Schade, der Lachs ist weg. Das ist der Lachs. Der Geräuschotte. Hast du deinen Raptor gefunden? Ich glaube ja, er ist sehr ruhig. Ja. Ja, wir kloppen uns jetzt mal gediegen noch ein bisschen Holz. So eine Basis, das kommt ja nicht von alleine, ne? Können wir was essen hier? Ups. Mal kacken. Essen und kacken. Wunderbar geklappt, also klappt gerade.
Wunderbar. Wo seid ihr zwei denn? Bei uns in der Base. Was? Was? Ist denn da reingelockt oder was? Mhm. Überlastet. Pack bloß jetzt nicht da durch, Kollege. So. Jetzt mal runter im Wasser holen. Na, will er nicht umfallen? Mm-mm. Bist du überhaupt sicher, dass du ihn triffst? Bei mir stecken die Pfeile von dir hier alle in der Wand. Ja, eigentlich treffe ich ihn. Okay. Ja, dann tut ihr nochmal schön spielen, ne? Denk dran, um 6 Uhr musst du zu Hause sein. Das war's. Da liegt er. Was bist du? Du bist freundlich. Alter, der Werte. Leck mich am Arsch. Mistvieh. Du Mistvieh, Mistvieh, Mistvieh. Eigentlich wollte ich in dieser Folge einen 200er Grund bezähmt haben. Hm. In 10 Minuten? Ja, sicher. Die cheaten, die Jungs. Nein. Nein. So, wir wollten noch was trinken. Ich hoffe, Monsieur Piranha lässt uns. Okay, dann machen wir noch eine Ladung Holz. Dann schauen wir mal, wie weit der Duck mit seiner Brauerei jetzt kommt. Alter, so ist cool. Ich weiß, meinst du, war eine Ladung? Oder waren wir zweimal im Schrank? Ich weiß gar nicht. Obwohl, ich würde sagen, wir können das ja später eigentlich so machen. Wir bauen die unterste Etage aus Stein und die oberste nur aus Holz. Das geht ja auch. Wenn versuchen die Viecher ja sowieso nur von unten reinzukommen. Es sei denn, sie sind jetzt größer, aber... Oh, ja, jetzt da hinten kommt der nächste Raptor. Ernsthaft? Ja. Level 105. Hm. Darfst du töten. Und ein Kanu. Level? Moment. Es leckt gerade bei mir ein klein wenig. Der ist so weit weg, dass ich den ...15 FPS. Also irgendwie in dem Gebiet habe ich ziemlich Problemchen, so was Grafik angeht. Komisch, bei mir ist alles in Ordnung. 40 FPS. Ja, also hier ist ruckelig. Aber kann auch sein, weil ich zeitgleich am Aufnehmen bin, dass da gerade... mein Prozessor ein bisschen überlastet ist. So. Nächste Ladung Holz.
Willst du mich jetzt besteigen hier, oder was? Kollege. Hä? Hä? Was hast du vor hier? Nein, ich kuschel doch nicht mit einer Schild... Aua! Okay, Raptor ist da, Level 105. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich komm mal rein hier. Alter, wo kam der denn jetzt her? Der ist auch drin, mach hinter mir die Tür zu. Der kommt nicht raus. Schieß bloß nicht drauf. Nein. Ich halte mich da raus, da ist ein Ding zwischen euch beiden hier. Ich glaube, die zweite Folge hieß bei auch in Staffel 3, ne? Raptor zu Besuch. Hast du ihn gekillt? Hm. Headshots bringen am meisten Schaden. Hat deiner ein paar Level jetzt verloren dadurch? Hm. 3 oder 4. Ja, bitte, bitte. Krieg ich drauf, 77 Level krieg ich da drauf. 76 Level. Dann ist der 260, schlag mich tot. Komm in Leben. Okay, Kinder, wir werden dann nochmal fleißig, wie wir sind. Jetzt schlägst du da zu Hause bestimmt im Kopf die Arme über den Kopf zusammen. Holz holen! Eine Runde machen wir noch. Eine, komm, eine schaffen wir noch. Eine schaffen wir noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Kanu. Kanu. Kein Kanu zu sehen. Aber der war eben fix hier, der Raptor. Lecco mio, ey. Mhm. Ich glaube, ich schlag lieber hier vorne in die Bäume. Da fühle ich mich jetzt irgendwie gerade ein bisschen sicherer. Hier vorne will ich unseren Friedhof hinmachen. Hier irgendwo. Genau, hier, wo ich gerade auf den Boden geschissen habe. Hier kommt der Friedhof hin. So, was können wir denn noch packen? Eins, ein Bäumchen auf zwei, dann war das aber auch. Den hier kommen wir ja nicht dran, ne? Ist so wunderschön im Fels drin. Der Baum, der niemals stirbt. Kein Holz mehr. Irgendwie. Ich glaube, ich habe hier so einen Baum gefunden, der nicht umkippt. Oder ist es ein Redwood? Nein, nein, nein. Einer der Banken gesetzt wurde. Ah, jetzt. Okay. Das hat er sich jetzt zu Herzen genommen. Ja, eine Ladung Holz bringe ich dir noch, dann habe ich keinen Bock mehr. Bin jetzt quasi fast da. Dann darfst du dir einen Stego suchen oder was auch immer. Ja, mal gucken, mal gucken. Ja, rein theoretisch müssen wir einen Stego haben für die ganzen... Was ist denn mit diesem Langhals da? Sammelt der nicht auch Bären? Weißt du nicht, ne? Den vielleicht doch, mal. Der müsste auch Bären sammeln. Wir sammeln alle Bären.
Nur nicht Knut, denn dem geht's gut. So, Kinders. Guck mal, den Airdrop dran. Der ist bestimmt mit einem Wasser, ne? Ja, Gewitter schon geil, ne? Muss er kommen. Muss zugeben, muss zugeben. Sind wir jetzt in der Aufnahme? Wir sind in der Aufnahme, ja. Bin ich jetzt verwirrt? Ja. Scheinbar. Der Dark ist durch. Alter. Ich wollte gerade sagen, hier steht auch ein Haus, aber das. Sieht echt nice aus. Bist du hier auch ein Baum? Nee, oder? Nee, das Fels, ne? Nee, Ruine. Okay. Okay, dann klopfen wir jetzt mal zur Abwechslung mal schnell ein paar Steine. Da brauchen wir uns gar nicht für weit weg zu bewegen, weil wenn wir den dicken hier nehmen, da haben wir die Tasche voll danach. Hast du eigentlich schon Steine verarbeitet? Nee, ne? Hast du jetzt nur mit dem. Oh, der war aber schnell weg hier. Nur mit dem Holz gearbeitet, ja. So. Oh, die fetten Schnitzel im Ball schauen. Gibt Power zum Schlagen. Das sieht echt geil aus mit dem Gewitter. So. So hat der Explorer gesagt. Wie meint er das? Ich weiß es nicht. Wieso haut der Explorer wieder Holz? Er wollte doch kein Holz mehr. Er hat dich angelogen. Kleiner Drecksack ist das. Wie ist das denn? Dem darfst du nichts glauben. Davon ab, unsere Axt ist jetzt gleich kaputt und dann ist sowieso vorbei. Explorer, denk an den Kanu. Deswegen gehen wir auch wieder. Wir brauchen ja rein theoretisch dann, wenn wir wollten, auf die Seite hier nur ein Tor machen, ne? Weil hier hinten rum kann ja nichts kommen. An der anderen Seite ist ja der Abgrund und die Treppe zur Ruine und dann gehen die Viecher ja nicht hoch. Weiß ich nicht, habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Ne, hier ist nur der Abhang, da kommt nichts mehr. Und an dem Abhang kommt dann diese schöne Felseneinbuchtung, wo dann der Weg nach unten geht. Durch die Ruine. Oh, cool. Das ist schon richtig cool. Also, was denn? Level 7 Nodilo, willst du mich verarschen? So. Ja. Das kann ich nur bestätigen. Rinder. Kann man sonst noch gar nichts, ne? Hier noch hier reinpacken, ja. Dann können wir, packen wir das Gammelfleisch auch noch da rein. Dann können wir dem Raptor näher alles geben, wenn er denn gezähmt ist. Ist er schon. Ah. Na, du Saubiest. Hier wird's benommen, ne?
Macht er. Ah ne, ich habe am Boden gekackt, weißt du, bin am Motz und kacke am Boden. So, Kinders, dann würde ich sagen, machen wir hier auch einen Cut. Habt ihr ja in der Folge ein bisschen Stimmung gehabt, ne? Haben ja Besuch gehabt und so und ein bisschen Holz gekloppt und so, ist ja auch sehr interessant. Wir wünschen dir da draußen jetzt auf jeden Fall noch einen. Da kommt der nächste Raptor angeschissen. Ich glaube, das Spiel will einfach, dass ich mir einen zähme. Kann das sein? Komm, ich spawn jetzt so lange einen Raptor, bis der Explorer einen nimmt. Und der ist Level 15. Will ich nicht. Gut, wir wünschen dir da draußen jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sagen tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao. Tschüss.